wenn das Kapitel hier ein bisschen kürzer ist als das erste, siehst du es vielleicht nochmal. Okay, da ist gerade irgendein Piror am Werfen. Ist jetzt verschwunden. Au. Okay, das ist... Wo ist er? Ah, der funktioniert wie die Teepötte. Also quasi seine Dingsens kaputt machen und dann kann man ihm Schaden zufügen. Okay, verstehe ich. Ich dachte gerade irgendwie ein anderes Geräusch gehört zu haben. Ah, okay, da ist ein Haus in die Richtung. Da ist... Da soll ich eine Bombe in die Richtung nutzen? Achso, da. Dann nehmen wir mal die Plattform, die wir hier sehen. Eieiei, das ist ein bisschen... Schaffe ich das von der Entfernung? Ah, ja doch. Ich sollte aufhören, mich so zu unterschätzen. Sind das Gegner? Nee, das sind Collective, also Kaputtmachdinger. Gut. Ah, schon wieder so ein Ding. Hallo? Freut mich, dass du meine Meereswesen magst, Alice. Ein Fotograf imitiert die Dinge. Ein großer Maler fängt echte Ähnlichkeit ein. Dem Amateur hilft die Kamera dabei. Oh. Kann ich hier... Vermutlich nicht mehr mit dem Explosion... Nee. Die sind da vollkommen immun gegen alles. Oh. Schauen wir mal in die Richtung. Das ist irgendwie... Schau... Ist das eine große Teekanne, die ich da hinten sehe? Ist hier ein Teil von dem ersten Kapitel gelandet? Anscheinend, vermutlich, vielleicht. Große Worte für einen kleinen Geist. So. Wupp. Ich habe nur den schnellen Weg zurückgenommen. Falls es irgendwie ein gutes oder ein schlechtes Ende gibt, basierend darauf, wie häufig man runtergefallen ist, ich würde behaupten, ich bin nicht mehr so richtig auf dem guten Ende oder auf dem guten Weg. So, komme ich da hinten entlang? Weiß es nicht. Ich sehe keine Möglichkeit. Vielleicht ist es auch erstmal nur Foreshadowing, so im Sinne von, da gehst du noch hin. Maybe. Ach, da ist jetzt ein Schalter, den ich beschießen muss. Bedeutet das, ich kriege jetzt zeitliche Plattform. Warte, ich warte mal ganz kurz darauf, was passiert, wenn der jetzt explodiert. Okay. Shucky, vielen, vielen lieben Dank für dein Raid und Hallöchen an alle, die mitgekommen sind. Was geht ab bei euch? Was gab es bei euch? Ich habe gesehen, dass du gestreamt hast. Zu einem ähnlichen Zeitpunkt, zu dem ich auch anfangen wollte. Und konnte dementsprechend leider nicht reingucken. So, da hinten ist... Da ist Grinsekatze. Da ist Schloss. Frage ist, was ist in diese Richtung? Sich drehende Plattform, dann kann ich da hoch. Aber wohin denn dann? Sind... Was ist das? Hallo Schatten. Hallo Chucky. Chucky. Ja, ich... Ach, das ist eine Schweineschnauze in der Richtung. Guck mal, das steht da. Ich bin berufsblind, habe ich das Gefühl. Da ist die... Ah, okay, da geht's weiter. Die Schweineschnauze ist nicht hier unten. Ist extrem gruselig für mich, auf einer Plattform zu stehen, die man nicht sieht. So ein bisschen was Indiana Jones-mäßiges, ne? Kann ich hier im Flug? Nein. Oh wow, da muss ich so ein bisschen drauf hoffen, dass ich treffe? Getroffen. Huh. Oh, ein neues Kleid, genau. Just Cause, wir haben heute etwas später angefangen. Morgen kommen meine Eltern. Ah, das klassische Eltern kommen, also dementsprechend nochmal sauber gemacht. Ach, das ist eine Station von der Bahn, von der vorherigen, von der Spiegelbahn. Oh.
Nein! Ich vergesse immer, dass ich in kleiner Form nicht springen darf. Ah! Ach nur, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal. Oder wie? Ja, muss ich. Okay. So. Wupp. Ich sollte nicht, während ich nichts vom Boden sehe, springen. So. So. Okay, und dann. Die bewegt sich glücklicherweise nicht. So. Die Dinger einmal kaputt machen. Das ist ein ziemlich weiter Weg, muss man dazu sagen. Ich finde es schön, dass ich hier mit Licht bekomme. Ja, genau sieht es aus, aber ich muss gestehen, dass das Wohnzimmer mehr gemacht hat, als ich und dass sie gerade hören. Dass sie das hier gerade hören, beziehungsweise sieht. Vielen Dank! Oh. Das ist lieb von dir. Also, gut gemacht, Wohnzimmer. Wir sind stolz auf dich. So, dann einmal hier drüber hinweggehen. Dup, 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 gib mir mal die Zähne. So, dup, 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 dup. Ich will gar nicht wissen, wie vielen Menschen die Zähne ausgeschlagen wurden. So, und wo ist jetzt das Oink Oink? Hier weiter am Ende, oder wie? Sieht jemand die Schweineschnauze? Sieht jemand die Schweineschnauze? Ah, ich habe sie gefunden. Ich bin doof, ich bin blind. Ach Gott, ihn jetzt. Ah, da ist eine Ding, eine Schwebekoralle. Das ist so gruselig. Einfach auf der Schwebe. Ah, ich will, so muss ich Indie gefühlt haben. Was? 16,0625 Personen? Das verstehe ich gerade nicht. Ich bin doof. Entschuldigung. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich sehe vorerst nichts. Dann soll ich den schnellen Weg zurücknehmen? Sondern wir haben jetzt hier nämlich vermutlich, glaube ich, soweit. Wir haben die Schweineschnauze. Ich glaube, ich gehe den schnellen Weg zurück. Hachi. Ach Mensch, jetzt bin ich runtergefallen. Wie doof. Mist. Man konnte es ja mal versuchen. Jetzt sind es 16,84 Personen, die aufs Maul bekommen haben, um die Zähne zu finden. Achso. Bildfisch. Fischi. Diese Leap of Faith einfach. Blind, also Blindfisch. Das auch. Was machst du hier? Bist du eine böse Blume? Nein, du bist eine liebe Blume. Du bist auch eine liebe Blume vermutlich, ne? Wie viele Zähne hat ein Mensch denn eigentlich? Also eine erwachsene Person, sagen wir es mal so rum. Ich meine, ein Kind hat weniger Zähne, ne? Die Weisheitszähne mal mit inbegriffen, weil ich habe meine noch. Dementsprechend nimmt man mal mich als Beispiel dafür, um zu gucken. Wie häufig musste man mir die Zähne ausschlagen, damit ich 563 haben kann? 32, nur... Ich weiß, das klingt jetzt doof, wenn man das so sagt, aber irgendwie habe ich gedacht, dass wir mehr Zähne haben. Das ist ein Seepferdchen.
Seepferdchen-Fun-Fact, den vermutlich ganz viele Menschen kennen. Die Männchen tragen die Kinder aus. Noch eine Flasche. Bom! Ich habe übrigens gesehen, ich habe hier auch eine Kombo. Okay, das ist eine Zweifach-Kombo. Und dann, wie hat das ein Ding immer? Gott, mit was für eine Macht er das einfach aufschlägt. Holy moly. Ich möchte ungern auf ihre böse Seite kommen. Boah, 32 Zähne sind eigentlich schon eine Menge, ne? Wenn man... So, dass ich da sage, nur? Klingt schon ein bisschen viel. Schaut nicht umdrehen, aber auf den Brücken ist ein Facehugger. Das ist... Gottchen, Ampelfisch? Nein. Wie heißen die Viecher? Das ist halt eine dieser Fische mit der Lampe dran. Lampenfisch? Fischlampe? Nur irgendwie ist die Lampe wohl ein Stück von seinem Bart. Kein Facehugger, alles gut. Jo, nochmal einen Schluck getrunken. Ja, ihr Wale, ihr. So, mal ganz kurz gucken. Wir sind so ziemlich halb durchs Kapitel. Würde ich behaupten wollen. Jetzt die Frage. Sind Radularräume... Sind die Level beschränkt? Oder wie schaut das aus? Seepferdchen, fuck die Frauen, legen die Eier in den Bauchtaschen der Männchen. Diese befruchten. Genau. Unicorn hat es sogar noch ein bisschen weiterbekommen, den Fakt. Aber die sind knuffig. Ich liebe Seepferdchen. Ich weiß nicht warum. Ich liebe sie. Ich liebe diese Tiere. Die sind großartig. Fassboden. Ich liebe im Allgemeinen sehr viele maritime Geschöpfe. So zum Beispiel auch Seeanemonen. Finde ich großartig. Ich glaube, es klingt jetzt so, wenn ich das so sage, aber ich glaube, meine Liebe für Seetiere wurde wirklich durch Pokémon mit Kabuto, Kabutops und Ammonitas und Amoroso hervorgerufen. Es klingt doof, aber... Ne? Was liegt unter dieser Patina des Anstands? Etwas Sündiges, jede Wette. Er hat Sünde gesagt. Nein. Ich hoffe, das sind alles freundliche Wesen hier. Da ist nochmal so eine Mond... nicht. Dingensbumsens, ne? Das Ding. Kann ich mit dir reden? Ne, willkommen in Innsmouth. Also, wir sind jetzt irgendwo bei Lovecraft. Auf jeden Fall. Ich würde es ja wirklich lustig finden, würde jetzt hier irgendwo... Ach, da ist eine Schweinschnauze. Wird hier irgendwo stehen, so... Willkommen in Innsmouth oder so. Oder was? Portsmouth? Oh Gott, ist so lange her, dass ich das gelesen habe. Für die, die nicht wissen, worauf ich hinaus möchte, ist eine Geschichte von H.P. Lovecraft. Der schaut hübsch aus. Der Zimmermann. Also von dem würde ich mich auf ein Getränk einladen lassen. So, kann ich die Waffe einmal wegstecken, bitte? Wie hübsch das so hinterher husch macht. Das Bild ist aber gut. So, in die Richtung. Ich will mich ein bisschen mehr in dieser Stadt umsehen. Ich finde... Oh? Haus und Tod. Oh. Ja, das hört sich nach Tod an. Ich mag Haie. Haie sind auch echt schöne Tiere. Ja. Ist das der Pirat? Oder ein Pirat, den ich da wieder höre? Ja. So.
Ne, ist weg. Komm wieder. Du. Hol eine Bombe raus. So. Okay, schlechtes Gewissen. In der Zeit, wo ich gestreamt habe, hat das Wohnzimmer, Küche, Badezimmer und anscheinend alles einmal gewischt. What the fuck? Ach, no. Also, Chucky, ich weiß ganz genau, was du demnächst machen solltest. Du solltest das, demnächst fürs Wohnzimmer einen Kuchen backen, die Füße massieren, einen schönen Wein besorgen und dann dreimal umarmen, fünfmal im Kreis drehen und einen Heiratsantrag machen. Es klingt nach... Gott, die Kamera... schrecklich. Es klingt meiner Meinung nach nach einem guten Austausch dann. Und damit ist... Und da ist das Wischen noch nicht mehr inbegriffen. So, ah, da ist die Erinnerung. So. Was ich übrigens, warum ich immer so komisch rumjammer wegen der Kamera. Sagen wir, ich komme hier aus... Ja, ich mag Kuchen. Hier raus. Und ich drücke weiter, ganz normal weiter. Und dann läuft alles halt irgendwie ganz komisch. Entweder gegen eine Wand oder halt wieder rückwärts oder so. Weil die Kamera halt... In diesem Raum ist sie fest positioniert. Ich kann sie nicht bewegen. Das kann ich mal ganz kurz audiovisuell machen. Ne, das wäre mein Kamerastick gewesen. Ne? Und der funktioniert in diesem Raum nicht. Ich verstehe nicht ganz warum. Also es ist jetzt nicht schrecklich so, aber ich verstehe halt nicht ganz warum. Das Varieté und die meisten Theaterstücke sind nichts für junge Menschen. Im Kasperle-Theater gibt's auch nur vulgäre Familienstreitereien. Oh. So, komme ich an die Szene, ja, kam ich. Bedeutet das, dass ich da hinten den Kampf fertig habe? Da scheint, ne, da ist irgendwie Blume. Hallo, ihr Fischmenschen. Jetzt steht sie hier, guckt mich an und sagt einfach nur Dornfelder und geht ohne ein Wort zu sagen. Dankeschön. Gern geschehen. Ja, ich weiß halt, wie man eine Frau verwöhnt. Ach, hier ist, oh, hier Dingsbums-Raum-Teil, ne? Das Ding. Gehen wir gleich rein. Ach, und da ist nochmal ein Schlüsselloch. Da gehen wir zuerst rein. Ist das eine Flasche? Ja. Wir schauen uns dann vermutlich auch am Ende des Streams mal die Concept Arts an. Wobei ich nicht weiß, wenn die viele Spoiler enthalten, wäre es natürlich ein bisschen doof, würde ich mir die anschauen, ne? Ich hoffe mal, die enthalten... Oder die Concept Arts, die man halt findet, sind so aufgebaut, dass man darin keine Spoiler bekommen kann. So. Aber wir gehen erstmal hier rein. Ich hoffe, das ist immer so ein kleines Rätsel, das wäre cool. Entwaffnete Kanonenkram gehen auf Nahkampfdistanz. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine! Kannst du die gesamte Zeit überstehen? Wirklich? Wie lange ist die gesamte Zeit? Au. Ich sehe gerade leider nicht, wie lang die gesamte Zeit ist. Ich sehe keinen Timer. Also wenn jemand einen Timer sieht, kann er mir gerne Bescheid geben. Au. Au. Ist die T-Taste mein Timer? Ich wollte einfach nur wieder eine Frage haben, eine lustige. Und jetzt muss ich hier kämpfen. Ich kriege ja auch keine 10 oder sonst irgendwas dafür. Also ich glaube, es lohnt sich sogar eher, dass ich einfach nur abhaue. Ja, ne? Erfolg. Okay, also habe ich es geschafft. Yay! Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst!
Immerhin sind die jetzt hier in einem Design. Also der Märzhase ist zumindest wieder mit Beinen und allem ausgestattet, aber die Maus sehe ich nicht. Bei der Hutmacher halt noch immer in seinem Cyborg-Android-Design ist. Nun denn, nehmen wir die Rosenfarbe. 2 von 4. Ich fand den ersten Raum besser. Der erste Raum war ein nettes kleines Rätsel. So ein Rätsel im Spirit von Lewis Carroll. Ne, so ein bisschen ein Nonsens-Rätsel. Wobei es genug Sinn gegeben hat, als dass ich mich da nicht beschweren würde. So, ich mache das übrigens so, dass ich jetzt wirklich, ne, warum ich meine Dings sonst nicht ausgebe, upgrade jetzt nach und nach einfach alles. So, das heißt, ich spare jetzt gerade noch die 150 Zähne zusammen, um die Vorpalklinge auf Maximalstufe zu bringen, weil ich die halt am meisten nutze. Danach mache ich die Pfeffermühle und das Steckenpferd, vermutlich lasse ich das so ziemlich erstmal ignoriert. Ich meine, es ist eine lustige Waffe, versteht mich nicht falsch, aber sie ist mir ein bisschen zu langsam. Nur bei der Menge an Gegnern, die normalerweise hier auf einen zukommen können, finde ich das weniger gut. So, genau, jetzt kann ich aber hier wieder raus. Jetzt haben wir nämlich den Raum gemacht. Ich habe wieder vergessen, wie die heißen. Und das andere Zeug. Hier hinten war ja nichts zu tun für mich. Ich liebe es, dass hier einfach jetzt auch mal NPCs rumstehen, ne? Ich meine, sie tun nichts. So, und die stehen halt wirklich nur rum, aber... So, wir haben hier so ziemlich eine kleine hübsche Stadt mit NPCs, keine Gegner. Gott, gäbe es in dem Spiel gar keine Gegner? Jetzt bis auf die, ne, also der erste Bosskampf war ja auch nur Jump'n'Run. Also, ne, also gegen Maus und Hut, Märzhase. Fände ich das Spiel um 110% besser, muss ich wirklich sagen. Ja, okay, der Zimmermann hat da eine Statue und ich glaube, sonst habe ich jetzt hier soweit alles abgeklappert vorerst. Wasserhoftheater. So, hier hinten was? Nö. Ganz schön viele Fischköppe. Die tun ihr Bestes, okay. So, da sind Zähne. Tot. Ist das die Fischmenschen? Ja, wir sind Robin. So, nehmen wir die mit. Nehmen wir den Kram mit. Komme ich hier? The fuck? Metroids. Treibender Verfall. Okay. Tierfakt, die 10 schlossen Tiere sind Portierspinnen, die Bindeplatz. Der Tintenfisch. Die Binde. Die Krähe, der Delfin, der Elefant, der Hund, das Schwein, der Schimpanse, der Mensch. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass Wale hätten sie Finger, Hände, ne? Dass die auch Kram erfinden würden. Na, also, dass sie sich Kram basteln würden. Ich meine, theoretisch, wenn man sich so ein Wahlskelett anschaut, haben sie ja, ne, fingermäßig, aber die sind halt in Flossen verpackt. Ne, deswegen wäre mal grundlegend interessiert zu sehen, einfach, könnte man einem Wal die Möglichkeit geben, dass er Hände hat oder halt opponierbarer Daumen oder sonst irgendwie so ein Schmarrn, was sie damit anstellen würden? Orang-Utans sind auch schlau. Ja, ich weiß natürlich jetzt leider nicht, welchen IQ die haben, aber ich meine, dass die Tiere wie Orang-Utans oder ähnliches einem IQ, na, also einem menschlichen IQ-Wert von 40 zugewiesen werden können, was in meinen Augen nicht verwerflich ist. So, da hinten ist eine lila Plattform, aber ich würde, glaube ich, erstmal versuchen, den treibenden Verfall loszuwerden. Oh Gott, ich dachte gerade, das sind Bounce-Pads. Nope. Es hätte mich nur fast mein Leben gekostet.
ist er jetzt tot? Kommt jetzt wieder hoch. Sei bitte tot. Irgendwo sind die Dinger ja knuffig. Muss ich ja sagen. Er scheint sich aber nicht so richtig für mich zu interessieren, oder doch? Vielleicht sollen wir die Biene. Ah. Ja gut, Bienen sind halt eine Schwarmintelligenz, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. So, hallo. Behaupte mal, dass sie dadurch sterben, wenn sie so runterfallen. Wenn sie nicht despawnen. Vermutlich sind die in einem endlosen Fall dann? Guck mal, das Spiel hat sogar gespeichert. Das Spiel so, ja komm, der braucht jetzt gerade zu lange. Achso, was habe ich in die Richtung? Achso, in die Richtung habe ich... Aha, oho. Dann möchte ich in die Richtung. Hier sind Goodies. Free stuff. Was ist das? Komme ich da irgendwie hoch? Verzeihung? Ich gehe nochmal zurück. Mein Autokorrektur macht einfach Binde daraus. Finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Aber die Binde ist ja auch definitiv keine schlechte Erfindung. Höchstwahrscheinlich führt der Weg dahin und dann habe ich da die Möglichkeit. Also das Bauen-Dupett soll mich dahin führen. Komme ich daran? Das würde ich anzweifeln. Spinnen und Bienen haben viel zu kleine Gehirne und sollen damit immer weit unter Wirbeltieren sein. Keine Ahnung, ich mache keine Biologie. So, gehen wir erstmal hier runter. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht falsch gelaufen bin. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, also falsch im Sinne von, ich bin richtig gelaufen. Ja. Würde ich schon fast darauf wetten, dass ich irgendwas verpasst habe. B. Okay, so, zack. Oh. Ich frage mich ja, ob man andere Tiere, jetzt wie zum Beispiel Delfin oder halt Walen, die Möglichkeit geben sollte, dass sie Kram machen im Film. Das ist mein Rückweg. Gut, ich wollte. Nun. Das kommt davon, wenn ich so voreilig bin. Das bedeutet, ich habe bestimmt irgendwas verpasst. So, hier ist wieder ein. Was ist auch Hoftheater? Hier ist wieder ein. Das wollte ich nicht. Nun. So, Cappuccino-Teil mit Amaretto. Ich habe schon mal einen Cappuccino getrunken, glaube ich. Ich bin mir sogar unsicher. Habe ich schon mal einen Cappuccino getrunken? Das ist eine Frage, die ich euch nicht stellen sollte, sondern mir selber. So, rums. Und rums. So, warte, ich... Ah, da fliegt sie. Schweine können fliegen. So, was machst du jetzt für mich? Da... eine Erinnerung. Nice. Wir schweben einfach so rum. Fup. Epidermis wies Verbrennungen dritten Grades auf. Der Rest ihrer Haut vergleichbar mit Karpfenschuppen. Hat er uns gerade Karpfenschuppen genannt? Trink mal Schoko-Cappuccino von Krüger. Kaffee zum Anrühren mit dem Aldi Amaretto. Okay. Ich bin eigentlich nicht so der Kaffeefreund. Weil ich bitteres Zeug wenig mag.
Ich bin da wirklich, ich bin jemand, der sehr viel gerne Süßes mag.